Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und zur mittlerweile 37. Folge, glaube ich, ist es schon, ja, 37 müsste es schon sein, zur 37. Folge Horizon Zero Dawn. Weiter geht's in der Brutstätte Row. So, ich hoffe mal, dass wir jetzt hier bald durch sind. Das ist ein ganz schöner Weg eigentlich. Wenn euch die Folge ein bisschen gefällt, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst, Like oder auch einen Kommentar. Alles gern gesehen. Ihr wisst ja, Support ist kein Mord, Leute. Genau, und ich würde sagen, wir müssen darüber. Habt es eigentlich, müsste es eigentlich andersrum drehen, glaube ich, oder? Genau. So, gehen wir noch darüber, komm. Müssten wir eigentlich genau darüber kommen. Ich wollte ja nicht überspringen. Wenn wir uns hier fallen lassen, müssten wir genau da sein. Und yep. Da muss ich hin. Okay. In den Bauch dieser riesigen Bestie. In den Bauch der riesigen Bestie. Wir machen uns einmal voll und nehmen nochmal die Medizin mit. Yep. Okay, jetzt muss ich erstmal anschauen, was wir hier machen müssen. Oh. Kurz gezweifelt, dass wir wieder rüberkommen, aber wir haben es gerade noch geschafft. Ich habe keinen Plan, wo wir hin müssen. Waren wir unten nicht schon? Du müssen wieder rüberfahren, oder was? In den Bauch. Das heißt doch, wir müssen runter, oder nicht? Oh. Ich hoffe mal, dass wir hier richtig sind. Okay, wir sind hier falsch. Dann kann es ja eigentlich nur noch sein, dass wir da mit dem Fahrstuhl oder was es da ist, mit müssen. Okay, von da sind wir gekommen. Da unten geht's nicht weiter. Definitiv nicht. Da muss ich hin. In den Bauch dieser riesigen Bestie. Schauen wir mal hier hochkommen. Ob es hier irgendwie einen Weg gibt. Eieiei. Da falle ich da auch runter, oder? Könnte jetzt. Da geht's doch nicht weiter, oder? Da kommen wir doch niemals rüber. Soll ich's mal probieren? Oh, komm. Wow! Gott, hier bin ich auch falsch, oder? Oh mein Gott, wo bin ich hingesprungen? Okay, ich glaube, hier geht's nicht weiter. Yep. Okay, das ist ja definitiv der falsche Weg. Sehr gut, Andi. Den Bauch dieser riesigen Bestie. Das ist mir schon klar, aber wie komme ich denn da hin? Da drüben ist doch auch kein Weg. Muss ich wirklich hier, muss ich hier hochspringen, oder was? Warte mal, das wäre genau hier, gell?
wir uns gerne nochmal. Nee, da komme ich nicht hoch. Da komme ich nicht hoch. Wo soll es denn hier weitergehen? Doch aber nichts. Ne. Leute, ich habe keinen Plan, wo ich hier weiter muss. Ich habe das Gefühl, dass ich mit dem Ding dann mitfahren muss. What the fuck? Geht's denn hier überhaupt? Dann kann man hier hochgehen. Okay. Das habe ich natürlich nicht gleich gesehen. Okay, hier ist eine Brücke. Da muss ich hin. Ja. Ich weiß. Okay, gegen was muss man kämpfen? Was ist denn das? Was ist denn das für ein Vieh? Schnappmaul. Und der wäre mir eigentlich ganz lieb, wenn ich gegen ihn kämpfen müsste. Die sind jetzt nicht so das Problem. Außer die sind modifiziert oder so ein Scheiß. Man weiß es ja nicht in dem Spiel. Dann sind die natürlich schon krass. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht gegen den Schnappmaul geht. Wenn es dann bloß das Schnappmaul ist. Auch schon wieder nicht lang, oder? Der Runterspringe sterbe ich wahrscheinlich wieder. Eieiei. Hier sterbe ich doch wieder, wenn ich hier runterspringe. Eieiei. Aber ein anderer Weg ist hier nicht. Muss da runtergehen. Ah, komm, scheiß drauf. Okay, jetzt stehe ich hier und stehe ich da wie. Ah, alles klar. Wir machen es nochmal voll. Ich denke mal, wir sind im Bossraum und wir kämpfen gegen ein Schnappmaul. Schnie, schna, schnappi, 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 schnapp. Und haben den ersten erledigt. Na? Okay. Ach, die kleinen Pfeile gehabt. Wir haben hier ein Sprengdraht, ein Feuerdraht, ein Schockdraht. Okay. Habt ihr schon so eine Idee, was ich hier mache mit dem? Wenn es denn funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Dich kann ich noch nicht überbrücken. Kann ich den Blutstätten vielleicht noch mehr erfahren? Warte mal, da kommt es hier noch nicht raus. Das brauche ich.
So. Probieren wir mal das, was ich meine jetzt. Machen noch diesen da. Ja, falls ihr das wirklich überleben sollte, kann ich den gleich schocken hier, dass er stehen bleibt. Okay, das glaube ich würde reichen. Gut, überbrücken wir mal. Mal, dass er auch da reinrennt und nicht darüber springt. Fertig. Yep. Das hat immer richtig gut geklappt. Gut, dass ich die blöden Fallen dahin gelegt habe. Mit dem blöden Sägezahn hier oder Verwüster hätte ich ja gar nicht gerechnet. Ich habe eigentlich nur den anderen gesehen. Das war nur das Nebenprodukt anscheinend. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Okay. Ich werde aber trotzdem jetzt noch schnell eine Modifikation wegschmeißen, und zwar das hier. Dass ich die Lila dann mitnehmen kann. So, und dann wollte ich nochmal schauen, können wir jetzt schon das können wir bloß herstellen. Seilwerfer Rohstoffe. Keine weiteren Upgrades verfügbar. Eine Fuchshaut brauchen wir nur noch. Eieiei. Was brauchen wir hier? Seilwerf-Munitions-Upgrade. Dann machen wir doch. Okay. Na. Alles klar, dann schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Was ist das hier überhaupt für ein Ding? Hier passiert gar nichts, oder? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst, für was das gut sein soll. Warte mal, hier ist noch eins, oder? Eins, zwei, drei.
Schauen wir mal, was das hier ist. Oder sind bloß die Türme, die nach unten gefahren sind, oder? Kann das sein? So, okay, Leute. Ich würde sagen, überbrücken. Brutstätte abgeschlossen. So, was können wir denn jetzt überbrücken? Trampler, Verwüster, Panzerwanderer, Langbein, Schnappmaul. Nice. Nice, 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 nice. Wo können wir hier hingehen? Nirgendwo. Ja, hier ist nichts mehr. Ah, jetzt können wir hier die Brücke betätigen. Den Schalter. Machen wir erstmal dieser down. Ey. Ich muss den Kampf gewinnen. Ja. Ruhe im Puff. Kryobrutstätte abgeschlossen. Okidoki. So, was haben wir denn jetzt noch an Brutstätten? Die haben wir abgeschlossen. Drei Brutstätten haben wir jetzt schon abgeschlossen. Was gibt's hier noch? Die haben wir abgeschlossen? Okay. Ich sehe jetzt auf Anhieb gar keine mehr. Haben wir jetzt alle Brutstätten fertig? Nee, oder? Ah, nee, da ist noch eine. Schau her, da ist noch eine. Oh, ist ziemlich weit da unten. Ich würde sagen, wir machen uns mal auf den Weg dorthin. Genau. Importen wir aber erstmal hier hin. Und dann nehmen wir den Langbein auch gleich noch mit. Oder den Langhals. Langhals. Entschuldigung, nicht Langbein. Thank you.
Okay. Dann markieren wir uns doch mal den Langhals. Wert ist der weg? Wahrscheinlich 2000 Meter wieder. Naja, 700. Okay, dann würde ich sagen, ab. Oh, die Strömung drückt mich weg hier. Na, komm, ey, Leute, zieh. Das war erfrischend. Gut. Schauen wir mal, ob wir da recht fix hinkommen. Wir rufen auch unseren Begleiter. Wir können uns ja vielleicht ein bisschen helfen. Genau. Falls wir in die Bredouille kommen. Ich will dich jetzt nicht besteigen, Mensch. Alter Schlingel. Ich laufe einfach nach und dann ist gut. So, wo sind wir denn jetzt hier? Okay, wir müssen anscheinend hier rum. Da wäre eh schon ein Weg. Ich glaube, wenn wir auf dem Weg bleiben, sind wir gar nicht so... Hey, geh doch mal weg hier. Sind wir gar nicht so schlecht dran, würde ich sagen. Maschinenareal entdeckt. Pirscher. Meine Lieblingsgegner. Diese blöden Pirscher. Stürmer. Dass wir den jetzt, dass wir gleich gut raufkommen auf den. Was ist das hier überhaupt? Alter, was ist das? Alter! Ist etwas für dich! Noch mehr oder was? Kommen die alle her? Jetzt ist aber Ruhe hier. Mann, Mann, Mann. Will bloß das Lagerfeuer anmachen, Leute. Ah, die haben wenigstens Tränke bei sich. Seite machen, oder? Ja. Alles klar. Speichern wir nochmal. Wir haben schon lange nicht mehr gespeichert, außer gerade eben. Ja, ich weiß. So, okay. Weiter geht's. Dann rennen wir doch gleich mal hier durch. Vielleicht haben wir ja Schwein. Noch ein Signal. Lagerfeuer? Setz dich noch Wächter an. Wow, 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 wow. Plätze überhaupt? Warum hilft er mir nicht? Kann nicht sein. Rennt da unten rum. Nee. Na komm. Was ist das Lagerfeuer überhaupt? Hier oben.
Nehmen wir noch gleich mit. Das Signal muss ganz nah sein. Ja, es ist ganz nah. Da ist der Langhals. Okay, wie kommen wir auf den rauf? Ich denke mal, wir müssen hier irgendwo rauf. Boah, ein Sägezahn. Nee, ist kein Sägezahn, das ist ein Stürmer oder sowas. Boah. Da kommen sie. Kein Kletterpunkt. Wie komme ich denn da hoch? Wie komme ich da hoch? Wo rennt ihr überhaupt lang? Der Langhals, wo ist der? Okay. Bei denen. Whoa! Alter! What the fuck? Ich muss anscheinend doch darüber. Werde ich hier nicht schaffen. Also das heißt, ich muss hier hoch. Genau, ich müsste von hier aus auf den Langhals springen. Boah, geschafft. Geschafft. Und jetzt hoch auf seinen Kopf. Yo, baby! Okay, Leute, damit würde ich sagen, sind wir schon wieder am Ende der Folge. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, lasst mal auf jeden Fall ein Like, Kommentar oder auch ein Abo da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.